Ich bin wieder frei. Endlich kann ich unser gemeinsames Werk vollenden. Der König wird das zu verhindern wissen. Du hast es immer noch nicht verstanden, oder? Was? Was meinst du? Lass dich nicht von ihm verwirren. Schnell, Sedgwick, bring das Wasser des Lebens zum König. Aber... Sedgwick, was hast du getan? Luku? So beeil dich doch, Sedgwick. Lauf so schnell du kannst. Ich versuche, Luku aufzuhalten. Ja, moinsen. Ich bin's wieder und letzte Folge, ja nicht wundern, da ist das Spiel mir wieder abgekackt. Jetzt musste ich das Ganze noch patchen und jetzt bin ich jetzt hier weiter. Also immer wenn ich da diese Zwischensequenz kam, ist das wieder abgekackt und dann ja. Gut, jetzt ist die Tür hier offen und wir gehen gleich mal kicken, was da so gibt. In der Tür oder hinter der Tür, wo ja der König sein Schlafgemach haben soll. Und da gucken wir jetzt mal. Aha, hier ist eine Brücke, hier ist eine Brücke. Hier ist Bot. Kann ich den mitnehmen? Keine Chance. Von hier aus komme ich da nicht ran. Warum nicht? Hä? Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Und nun? Hä? Du bist ein Narr, Sedgwick. Das aber ist doch nicht... Ich war der größere Narr, dass ich dir vertraut habe. Nee. Jetzt wird die Welt untergehen. Und es ist einzig deine Schuld. Ist es wirklich das, was du wolltest? Ja. Ist doch der Luku. Bist du das? Himmel, Luku. Bist du das? Was ist mit dir geschehen? Als du die Rohre durchtrennt hast und sich der konzentrierte Stillstand über mich ergoss, wurde ich verwandelt. Ich wurde selbst zum Stillstand. Mein Martyrium hat ein Ende. Die gefrorene Zeit hat meine Wunden geheilt. Du kannst mich jetzt nicht mehr besiegen. Aber du kannst mir helfen, die Welt ein letztes Mal anzuhalten. Ich biete dir ewiges Leben, anstelle von totaler Zerstörung. Wie kannst du einem solchen Angebot widerstehen? Nein. Ich werde den König wecken. Genau. Und wie willst du das anstellen? Willst du auf die andere Seite fliegen? Ja, ich spring darüber. Wenn du mir hilfst, das Gefüge von Raum und Zeit wieder anzuhalten, mache ich dich zum König. Mir wird schon noch was einfallen. Genau. Warum quälst du dich so? Diese ganze Reise war eine einzige Tortur für dich. Lass uns die Welt retten, indem wir ihr den Stillstand zurückbringen. Du könntest sogar König sein. Ich habe kein Interesse mehr daran. Ja, ja. Mit meiner Hilfe könntest du Welt so konservieren, wie du sie in Erinnerung hattest. Keine Ängste mehr, keine Verantwortung, keine Schuld. Du müsstest dich um nichts mehr sorgen. Es wäre eine perfekte Welt. Das glaube ich nicht. Lieber der Weltuntergang als ewiger Stillstand. Ich kenne dich, Sedgwick. So bist du nicht. Du willst nicht, dass sich die Dinge ändern. Veränderung bringt immer Verfall und Zerstörung mit sich. Das macht dir Angst. Ich biete dir eine Welt ohne Zeit, ohne Verfall, ohne Angst. Ja, ja, erzählen kann man viel. Ich werde dich aufhalten. Das ist zwecklos, Sedgwick. Wehre dich nicht dagegen. Das wollen wir erstmal sehen, mein Freund, ne? Gut, hier unten liegt Spot. Wie kommen wir jetzt an Spot ran? Weil, wie soll ich sonst darüber kommen? Was haben wir denn noch? Wir haben die Scherbe, wir haben den Kuhfuß. Kann ich mit dem Kuhfuß den ich hauen? Ist das dein Ernst? Willst du mich mit einem Kuhfuß besiegen? Ja. Er hat mich unverwundbar gemacht, Sedgwick. Du jedoch stehst mit dem Rücken zur Wand und die Welt zerfällt. Du solltest deine Situation vielleicht noch einmal überdenken. Ich sehe keine Wand. Was haben wir denn noch? Da ist noch eine Regenrinne. Termonster? Ach, die zählen beide als Termonster, oder? Das soll die Tür bestimmt sein.
Dann haben wir Spot, dann haben wir Abgrund, Regenrinne und da ist der Königsturm. Der König hat ja auch die Arschkarte, weil immer wenn er schlafen will, muss er hier über die ganze Brücke rennen. Oder wenn er da jetzt kein Klo hat, weil ich sehe kein Abflussrohre, muss er wieder zurückrennen im Schlafanzug. Nee, das kannst du nicht machen. Gut, wir haben hier eine Regenrinne und wir haben einen Spot. Und wir haben das hier, Wasser des Lebens, so wie das heißt. Würde ich mal sagen, das bietet sich ja förmlich schon an, ne? Wir kippen das in die Regenrinne. Eigentlich brauche ich das, um den König zu heilen. Andererseits gehen mir auch langsam die Ideen Stimmt. aus. Ach, was soll's. Schlimmer kann es ja wohl kaum noch kommen. Na gut, wenn falsch wäre, würde es nicht machen. Spot, rette mich! Oh nein! Was war denn das da gerade? Spot! Oh! Ist doch nicht schick. Oh. Der kriegt doch gleich Pipi in die Augen. Oh, ist der jetzt süß. Na gut, der war vorher schon süß und jetzt ist er blau. Mit Flügel dran. Ja, dann gehen wir mal kicken, wa? Oder ist jetzt hier noch irgendwas? Halt, hier ist noch was. Opas Hose. Mensch, Opas Hose. Ohne Opas Hose geht's Opas nicht. Opas Hose. Irgendwie hat die Hose, dass sie nochmal wieder auftaucht. Also ohne Opas Hose geht's absolut nicht, ne? Überall findest du Opas Hose. Cool. So, mal kicken. Hallo, Eure Majestät? Hi. Was ist denn jetzt? Hier ist ja gar keiner. Aber der König und überhaupt, was ist das für ein seltsamer Raum? Es kann doch nicht alles umsonst gewesen sein. Hallo? Da verstehe ich jetzt nicht wirklich. Wo ist denn der König jetzt? Wo soll denn der schlafen? Hier geht's bloß runter und hier ist ein Spiegel, ja. Aber das ist hier nichts. Oh, und so Fülle. Ein Schachspiel. Kann ich da mitnehmen. Hier mit bloßer Hand zu wischen wäre Irrsinn. Und eigentlich will ich das auch gar nicht. Wie wischen? Du sollst das mitnehmen. Diese Sachen wirken merkwürdig vertraut. Was ist das nur für ein eigenartiger Raum? Auch wenn man sich mal die Bilder so anguckt, ne? Hier ist, das ist doch hier... Oh, wie hieß er denn? Der Arbeiter. Da ist der Opa. Hier oben ist ein Junge und ein Mann. Keine Ahnung, wer das sein soll. Hier sind diese komischen Piepmetzer. Der Goldfisch. Moment. Soll das der Fisch aus dem Dings sein? Was da unten in der Höhle war? Das ist das Schachspiel von dem einen. Da ist die Uhr, die ja bei diesem komischen Schneckenmonster-Dingsbums war. Hier ist nochmal ein Mann. Der Vogel erinnert mich jetzt eigentlich an gar nichts. Hier ist sein Bruder. Hier ist wieder der Junge. Da nochmal. Hä? Hier sind mehrere Sachen. Hier ist das Krokodil. Mehrere Sachen aus dem Spiel. Das ist jetzt aber mal ganz gewaltig komisch. Diese Sachen wirken merkwürdig vertraut. Was ist das nur für ein eigenartiger Raum? Hier mit bloßer Hand zu wischen wäre Irrsinn. Und eigentlich will ich das auch gar nicht. Was denn wischen? Was willst du wischen? Wir sind nicht zum Putzen hier. Kann ich mit der Uhr was machen? Hier mit bloßer Hand eigentlich... Der will immer was wischen. Diese Sachen wird... Was ist das? Ja, vertraut. Der Spiegel. Was ist denn mit dem Spiegel? Was für ein beeindruckender Spiegel. Und was für eine beeindruckend dicke Staubschicht. Ich kann kaum etwas erkennen. Nö, wir haben eine Opas Hose. Damit sollte ich den Staub abbekommen. Und Na? Los geht's. Aha. Bin ich ja jetzt mal gespannt. Das ist der von den Bildern, der Junge. Bin ich das? Hä? Was ist hier los? Was? Wer bist du? Wo bin ich hier? Fragte Cedric, als er sich verwundert umsah.
Der ganze Raum schien nur aus zwei riesigen Spiegeln zu bestehen, die sich gegenüberstanden. Hä? Dies hier ist die Welt zwischen den Spiegeln, antwortete der Junge aus dem Spiegel. Er machte eine seltsame Pause, bevor er fortfuhr. Und ich bin dein Spiegelbild. Cedric war sehr erstaunt, wie du dir denken kannst. Mein was? Mein Spiegelbild? Aber warum trägst du dann diese merkwürdige Kleidung? Der Spiegeljunge ließ diese Beleidigung nicht auf sich sitzen. Das musst du gerade sagen, konterte er. Und in diesem Moment erkannte Cedric, dass sie sich tatsächlich sehr ähnelten. Der Junge fuhr fort. Ich komme aus einer anderen Welt. Man nennt sie Wirklichkeit. Für einen kurzen Moment war Cedric tatsächlich sprachlos. Komm mit, ich muss dir etwas zeigen. Und mit diesen Worten geleitete der Junge aus der Wirklichkeit Cedric zu dem zweiten Spiegel. Cedric sah durch den Spiegel in die Wirklichkeit und erblickte denselben kleinen Jungen in einem Krankenbett. Ach du Scheiße. Er schien sehr fest zu schlafen, genau wie du. Cedric sah sich den Jungen im Bett genau an. Und schließlich wusste er, dass der Spiegeljunge recht gehabt hatte. Schließlich gelang es Cedric, seinen Blick vom Spiegel abzuwenden. Als er sich wieder dem Spiegeljungen zuwandte, warf dieser ihm einen aufmunternden Blick zu. Wir haben lange genug geschlafen, sagte er. Es ist an der Zeit, aufzuwachen. Ist das jetzt alles nur Einbildung? Ist das nur eine Geschichte gewesen, was jetzt der Vater da seinem Sohn erzählt? Alter, ich krieg gerade ganz gewaltig Gänsehaut. Und das soll wirklich ich sein? Fragte Cedric ungläubig. Ja, antwortete dieser Knapp. Sieh genau hin, du weißt, dass es stimmt. Aber Cedric musste nicht einmal mehr hinsehen. Alter. Was fehlt mir denn? Die Sorge in Cedrics Frage war kaum zu überhören. Wir liegen in einem sehr tiefen Schlaf, schon sehr lange, erklärte der Spiegeljunge. Sie nennen es Koma. Niemand weiß, ob wir jemals wieder aufwachen. Fügte er leise hinzu. Cedrics Stimme vibrierte. Er konnte sich einfach nicht von seiner alten Welt lösen. Diese Welt existiert nur in deinem Kopf, Cedric. Du bist derjenige, der die Entscheidungen trifft. Warum ausgerechnet ich? Wollte er wissen. Kann das nicht jemand anderes machen? Der Spiegeljunge setzte eine strenge Miene auf. Der guckt immer gleich. Mein ganzes Leben war nur eine Geschichte in einem Buch? Cedric wollte es einfach nicht glauben. Der Spiegeljunge hingegen blieb geduldig. Vater liest uns aus einem Buch vor. Er hofft, dass wir ihn hören. Er hofft, dass wir auf diese Weise bei Bewusstsein bleiben. Offenbar war es nicht ganz unnütz. Oh oh. Dann war die blaue Gestalt ja unser Vater. Genau. Ergänzte der Junge im Nacht. Er wollte uns zu Bewusstsein rufen, und jetzt ist der Augenblick gekommen. Beide Cedrics strafften sich unmerklich. Trete durch den Spiegel. Du musst diese Welt zerstören, um in die Realität überzuwechseln. Mhm. Aber was wird aus Bot? Na? Aus Opa, Ben oder Bobby? Würde er sie denn jemals wiedersehen? Cedric kannte die Antwort bereits. Sie haben nie wirklich existiert. Für mich schon, protestierte Cedric. Das da hinten, das war meine Welt. All meine Erinnerungen, all meine Freunde. An das da vorne kann ich mich nicht einmal erinnern. Ich weiß, beschwichtigte ihn der Spiegeljunge. Aber genau das macht das Leben aus. Es besteht einzig aus Veränderungen. Mhm. Das kommt alles so plötzlich, musste Cedric zugeben. Der Spiegeljunge seufzte tonlos. Du kannst auch hier bleiben. Die Welt wird nicht zerstört, wenn du den Spiegel nicht durchbrichst. Luko hat recht. In der Welt, die hinter dir liegt, könntest du ein König sein. Und alles würde so bleiben, wie du es in Erinnerung hast. Die Entscheidung liegt bei dir. Cedric sagte es nicht laut, aber er war vollkommen ratlos. Ach du Scheiße. Ja. Ich würde mal sagen, ja, wir müssen da durch, oder? Der Spiegel sah uns bleibt nichts anderes über. Mit bloßen Händen kann ich den Spiegel nicht durchbrechen, dachte Cedric. Wir haben den Kuhfuß noch. Na dann. Erwache. Mit aller Kraft, die er aufbringen konnte, durchbrach Cedric den Spiegel. Und in dem Moment schlug der wahre Cedric seine Augen auf und war wach. Mein Junge.
Alter Herr Gesangsverwalter. Boah. Ey, wer hat mit so einem Ende gerechnet? Hammer. Also ich muss ja ehrlich sagen, das ist und bleibt mein Lieblingsspiel. Da muss man den Machern von Daedalic wirklich mal ganz großes Lob aussprechen. Hammer. Wahnsinn. Das ganze Spiel, die ganze Geschichte, der Anfang, dieses Märchen und alles Mögliche und das Ende. Wahnsinn. Also wer sich sowas ausdenkt, richtig großes Kino. Gut. Ja, dann haben wir das geschafft. The Whispered World ist zu Ende. Das schöne Märchen ist zu Ende. Und Spot hat's nie gegeben. Der arme Spot. Vor allem Spot, das war die geilste Figur mit, ne? Die anderen Opa und sowas, die waren ja nicht so prickelnd, aber Spot war nie da. Ne, denn ist Spot der Hund, so. Ja, ich lasse jetzt noch die Credits durchlaufen. Die ganzen Leute, die da mitgemacht haben, die müssen ja auch gezeigt werden. Und da bin ich ja jetzt mal gespannt. Wir brauchen ja nicht traurig sein, dass Whispered World vorbei ist. Es kommt ja laut Zeitung. In der Zeitung stand es drinne. Whispered World Teil 2 soll März dieses Jahres kommen. Das aber nicht mit Cedric oder Spot. Ich gucke gerade mal. Das soll mit ganz andere Geschichte sein. Soll jetzt mit dem Spiel hier überhaupt nichts zu tun haben. Irgendwo stand es hier. Moment. Ich finde das noch. Ganz ruhig, richtig nicht auf. Ich hab's gleich. Irgendwo stand es hier. Ich weiß das. Ja, also das Ende ist wirklich ein Ende. Da muss man erstmal richtig tief durchatmen. Ja, die Bilder sind doch Hammer. Auch die ganze Grafik von dem Spiel, dieses liebevolle, hier steht's doch. Silence, The Whispered World 2 soll, Moment, 4. Quartal 2014 soll das rauskommen. Noah hat seine kleine Schwester Winnie in den Wirren der realen Welt verloren hat und hofft nun, sie in Silence wiederzufinden. Die stille Fantasiewelt erstrahlt erstmals in dreidimensionaler Grafik. Also da bin ich ja mal wirklich gespannt. Also wenn das rauskommt, bin ich der Erste, der im Laden steht und sich das holt. Ach ja, ein wunderbares Spiel. Und wie schon tausendmal gesagt, ach guck mal, der Opa und der Typ, also sein Bruder, die gibt's wirklich. Ist ja mal krass. Laut Bild jetzt da. Aber ich muss mal sagen, was ich schon immer sage, ne? Daedalic, die machen einfach mal die geilsten Adventure-Spiele. Also wenn man sich da eins holt, das ist egal welches, auch wenn ich jetzt hier bei YouTube durchgucke, was da alles so für Let's Plays von den Spielen gibt. Also egal welches du nimmst, es ist jedes Spiel geil. So Night of the Rabbit geil, Deponia geil. Achso, da kommt ja auch noch der zweite Teil von mir, den habe ich, und der kommt jetzt auch noch irgendwann. Ist versprochen, ne? Und hier, Whispered World ist übergeil, das ist das hammergeilste Spiel von allen. Die anderen kenne ich jetzt gar nicht so, aber da gibt es ja noch etliche weitere. Gut, ich weiß nicht mehr, was ich erzählen soll bei den ganzen Credits hier. Ich lasse das einfach mal laufen. Du kannst ja vorspulen. Special Thanks. Thomas Offner und René Nipper, Alex Priest und an sie wäre das Spiel nicht möglich gewesen. Aha. Aber ich muss immer staunen, wie viele Leute an so einem Spiel arbeiten. Das ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn.
Aber bei dem Spiel... Wo ist eigentlich meine Hose? Ist das geil! Gut, dass du nicht ausgemacht hast, sonst hättest du das jetzt nicht gesehen. Den Opa. Hier, wir haben alle Bilder. Ist das, ey, Hammer. Hammer! Ah, den habe ich nirgendwo gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Mit so einem Horn? Ähnlichkeit mit dem von dem Lyko, ne? Diese Wache. Gut, denn war es das. Leider ist es vorbei. Ich hätte das noch ewig weiterspielen können. Na gut, was soll's? Es ist zu Ende. Und ich sag mal wieder Tschüss. Vielen Dank, also vielen, vielen Dank, dass du die ganzen Folgen mit mir durchlebt hast. Und ja, bitte bewerten nicht vergessen. Würde ich mich sehr freuen über einen Daumen oder Kommentar. Vielleicht bleibt auch ein Abo da. Wer weiß. Überrascht mich einfach. Gut, dann sehen wir uns in dem nächsten Let's Play wieder. Und ich sag, bis denn dann.